Hallo liebe Trader, ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. In diesem Video möchte ich einmal mit euch meine Performance besprechen, und zwar die vom aktuellen Monat, nämlich vom Oktober 2023. Zusätzlich werden wir uns angucken, was war der beste Trade in meinem Monat, was war der schlechteste Trade in diesem Monat, was war das Learning, was ich daraus gezogen habe. Bevor wir doch dazu kommen, nochmal ganz wichtig an dieser Stelle, nur weil ein Monat positiv ist, heißt das nicht, dass man ein guter Trader ist und dass man konstant profitabel handelt. Deswegen nochmal ganz wichtig, für mich ist entscheidend, wie gut ein Trader über einen langen Zeitraum performt. Bedeutet also über ein Jahr oder vielleicht über zwei Jahre noch länger. Und deswegen an dieser Stelle nochmal ein kleiner Exkurs, wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mein Video ansehen, wo ich meine Performance über die letzten zwei Jahre einmal ausführlich aufgelistet habe. Den Link dazu, den packen wir euch unten unter diesem Video in die Videobeschreibung. Und dann starten wir jetzt mal mit dem heutigen Video. Nämlich, wir generieren einmal die Performance vom aktuellen Monat. Ihr seht schon, ich habe schon hier meine Plattform aufgerufen. Und was wir jetzt machen, ist, wir schauen uns einmal den Oktober an, und zwar den 1. Oktober bis zum 31. Ja, dann wird hier meine Performance generiert. Und ihr seht, das Endergebnis diesen Monat waren 66.183. Ich hatte ja in dem Video, wo ich meine Gesamtperformance über die letzten zwei Jahre gezeigt habe, schon angedeutet, dass ich natürlich auch meine Range habe, in der ich mich bewege. Und auch dieses Ergebnis, ja, befindet sich dann auch wieder in meiner, nennen wir es mal, Range. Ja. Mein Ziel ist natürlich, da auch logischerweise irgendwann mal auszubrechen und ja, noch mehr zu verdienen. Aber es hat auch alles ein Mindset-Thema, ist alles ein Mindset-Thema, und das ist nicht so einfach. Also das ist so mein Thermostat, meine Range, in der ich mich derzeit bewege. Und ja, wie gerade schon mal erwähnt, ich versuche natürlich, da auch irgendwann mal auszubrechen und mehr zu verdienen. Ja, kommen wir vielleicht mal dazu, was war der beste Trade oder was waren die besten Trades? Ich habe die jetzt gar nicht mal so nachgelistet oder gewertet, wie viel ich letztendlich gewonnen habe, sondern ich habe so ausgesucht, dass diese Trades einen bestimmten Kriterien entsprechen, und diese Kriterien, das soll auch dann später das Learning sein, was ich mit euch besprechen möchte. Das heißt, das Learning, was wir heute uns hier gemeinsam ansehen, das ist jetzt kein Learning, was ich jetzt unbedingt diesen Monat hatte. Ja, wenn ich ehrlich bin, da ist jetzt nichts explizit Neues dazu gekommen, aber es ist eine Bestätigung aus anderen lehrreichen Jahren, die sich auch hier wieder bestätigt hat. Aber was das da genau ist, das schauen wir uns, wie gesagt, jetzt im Weiteren an. Dazu gehen wir jetzt mal zu zwei Trades, die ich euch mal zeigen will. Wir fangen, wie gesagt, mit den besten Trades an, und den ersten, den wir jetzt noch mal uns ansehen, das ist der Trade in der Mara-Aktie. Ja, wir sehen hier die Mara-Aktie an dem Tag sehr, sehr positive News, getrieben durch Bitcoin. Das war, sage ich mal, der Hintergedanke dessen. Letztendlich hatten wir dann hier auch eine schöne Range, die zeige ich euch gleich nochmal in Trading View. Und dann bin ich hier sehr früh zur Eröffnung long gegangen. Ja, das waren in den ersten ein, zwei Minuten hier long gegangen an diesem Level. Einstiegspreis 9,75 und dann auch den Trade relativ lange gehalten. Ja. Endergebnisse in dem Trade waren 9.000 Euro knapp, beziehungsweise nicht Euro, sondern Dollar vielmehr. Dann der zweite Trade, den ich euch nochmal zeigen möchte, den ich rausgesucht habe. Das ist ein Trade in der UAL. Auch hier war es unmittelbar zur Eröffnung. Einstiegspreis etwa 38,40. Eine schöne Bewegung nach unten mitgenommen. Ergebnis an dem Tag 6.200 Dollar. Und da kommen wir zum Learning, ja, für diesen Monat, beziehungsweise das Learning, was ich euch an der Stelle mit auf den Weg geben möchte im heutigen Video. Und dazu schauen wir uns die beiden Trades nochmal in TradingView an, denn da kann ich das ein bisschen besser herleiten. Hier gehen wir einmal in TradingView. Wir beginnen hier einmal mit dem Trade in der UAL. Ich mache das Ganze mal groß. Und ja, jetzt muss ich erstmal die richtige Stelle hier finden. Da haben wir sie. So, das heißt, was wir hier sehen, das ist die Earnings, ja, das heißt, die Aktie hatte Earnings. Die Aktie ist ziemlich stark nach unten gefallen und hat dann hier eine ziemlich eindeutige Range gebildet. Offensichtlich ist es ja so, dass diese Range andere Trader auch wahrnehmen, ja, nicht nur ich. Und entscheidend ist immer, wenn wir so eine Range auf der einen Seite verlassen. Und relativ früh am Anfang habe ich ein Zitat mal aufgeschnappt von einem Trader, der meinte, es geht nicht so sehr im Traden darum, richtig zu liegen, sondern es geht darum zu erkennen, wann andere falsch liegen. Ja, das heißt, wenn andere auf den falschen Fuß erwischt werden. Und genau das ist hier passiert. Denn
direkt zur Eröffnung ist natürlich auch begründet dadurch, dass wir hier das höchste Volumen sehen, hat der Markt hier wirklich versucht, nach oben zu traden. Ja? Das heißt, hier wurde richtig viel gekauft. Und das hat man auch mit den Tools, die ich nutze, sprich Orderflow, Orderflow Heatmap, Footprint Chart, hat man extrem gut gesehen, dass hier massiv gekauft wurde. Und ja, dieser Versuch hier oben auszubrechen, der ist ja, wie wir jetzt hier eindeutig sehen, auch ziemlich krass fehlgeschlagen. Und das konnte man sehr, sehr gut sehen. Und wenn man sich sowas öfter schon angesehen hat zu öffnen, dann weiß man auch, wie das Spiel im Endeffekt abläuft. Und dann bin ich hier, habt ihr ja eben gesehen in dem Screenshot, 38,40 sehr, sehr schnell Short gegangen mit einem sehr, sehr kleinen Risiko, habe erstmal diese Range getradet, ja, und dann hat es dir noch eine Zugabe gegeben, von der ich profitieren konnte. Endergebnis, wie gesagt, waren da 6.000 Euro, noch ein bisschen was. Und ein ähnliches Beispiel, das war in der Mara-Aktie. Das muss ich hier nochmal aufrufen, Mara. So, gehen wir einmal hier hin. Da haben wir es nämlich auch. So, wir trennen das hier nochmal ab. Und dann sehen wir hier Folgendes. Das ist die Pre-Market-Phase, ja? Also auch wieder ein Pre-Market-Muster. Wie ihr solche Pre-Market-Muster handelt, das lernt ihr auch sehr detailliert bei uns in der Ausbildung. Wir sehen hier wieder die Range, ja? Genau das gleiche Spiel. Der Markt eröffnet, die versuchen hier nach unten zu verkaufen. Hier hat jeder versucht, vom Short-Move zu profitieren. Ja, hier ist massiv viel gehandelt worden in der ersten Minute. In den ersten 5 Minuten hier 6 Millionen. Hier wollten alle nach unten das Ding verkaufen. Und auch dieser Ausbruch ist fehlgeschlagen. Wie gesagt, mit den richtigen Tools können wir das relativ einfach sehen. Und dann bin ich hier long gegangen. Also auch hier wurden wieder Trader auf den falschen Fuß erwischt. Und ja, dann ist die Aktie hier ziemlich stark nach oben gelaufen. Auch den Trade habt ihr gesehen. Im Prinzip genau das gleiche wie in der URL. Also achtet darauf, wenn Leute auf den falschen Fuß erwischt werden. Denn das gibt oftmals ja, die allerbesten Trades, weil dann sehr, sehr oft ja, die Bewegung in die Gegensätze Richtung sehr, sehr dynamisch verläuft. Ja. Und das ist ja das, was ich haben will, wenn ich in Trade gehe. Ja. Ich will ja nicht warten, dass der Trade x Minuten braucht, um anzulaufen, sondern ich will im besten Fall sehen, Leute auf gut Deutsch gesagt wurden verarscht. Ja. Ich gehe in den Markt rein und dann geht die Post ab und in beiden Trades war das der Fall und deswegen habe ich euch die hier mal mitgebracht. Und dann kommen wir jetzt mal zu meinem, ja, nennen wir es mal schlechtesten Trade. Da habe ich euch auch ein konkretes Beispiel mitgebracht. Der schlechteste Trade, der war aus meiner Sicht in der Aktie ZI. Ja, die sehen wir hier. Hier bin ich nochmal short gegangen, obwohl die Bewegung eigentlich komplett vorbei war. An der Stelle ist nochmal wichtig zu sagen, es geht auch da gar nicht darum, jeden Trade zu gewinnen. Ja, das bin ich bei Weitem nicht dafür bekannt, dass ich jeden Trade gewinne, sondern es gibt in jedem Monat einige Trades, die ich verliere. Entscheidend aber dabei ist immer, wie viel Geld verliere ich in den Trades, die ich verliere und wie viel gewinne ich in den Trades, die ich gewinne. Und zum Traden, auch wenn euch das jetzt vielleicht noch keiner gesagt hat, gehört es auch einfach dazu, dass man mal ja, sogenanntes Gambling betreibt, dass man einfach mal auf gut Deutsch gesagt zockt. Ja. Denn natürlich habe ich meine Parade-Setups, Beispiele habt ihr ja gerade gesehen, wo ich genau weiß, okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass das jetzt funktioniert. Aber im Traden geht es ja immer darum, Abwägungen zu treffen. Wie wahrscheinlich ist das jetzt noch? Es ist ja niemals gleich. Ja? Man muss sich immer wieder neu anpassen. Die Situation ist immer ähnlich. Und Chancen gibt es ja trotzdem, auch wenn sie vielleicht nicht optimal sind. Und deswegen solltet ihr euch angewöhnen, ab einem gewissen Stadium im Trading das Ganze aufzuteilen nach A, B, C und vielleicht sogar D-Chancen. Ja? Aber bleiben wir jetzt mal bei den A, B, C-Chancen. Und wenn ich solche Trades mache, wo ich mir nicht sicher bin, wo ich doch aber tendenziell noch davon ausgehen kann, dass eventuell der Trade doch noch aufgeht, dann ist das natürlich nur ein C-Setup und dann riskiere ich natürlich auch deutlich weniger wie bei einem A-Setup, ja, bei den Beispielen, die ihr eben gesehen habt. Und hier war so ein C-Setup. Warum habe ich das jetzt trotzdem ausgesucht? Weil es eigentlich noch nicht mal ein C-Setup war, denn es war einfach auf gut Deutsch gesagt, ja, ein richtig schlechter Trade. Und warum das ein schlechter Trade war, das zeige ich euch am besten auch nochmal in TradingView. So, hier ist die ZI-Aktie und ja, der Tag, an dem ich die getradet habe, sehen wir hier. Aktie ist stark nach unten gelaufen und
Ja, was ist der erste grobe Fehler, den wir hier sehen, den ich gemacht habe? Ich sage eigentlich allen neuen Tradern immer, der Markt, der läuft in Mustern. Und das, was wir hier sehen, das ist eine Imbalance. Dann sehen wir eine ganz kleine Balance-Phase und wir sehen nochmal eine sehr, sehr große Imbalance-Phase. Und ja, Leute, die bei mir schon öfter im Coaching waren oder die relativ konstant bei mir in den AAQ-Sitzungen sind, beispielsweise heute Abend wieder, ja, die haben mich schon x-mal sagen gehört, wenn der Markt so ein Muster bildet aus Imbalance, Balance und Imbalance, dann ist meistens der Zug abgefahren und es macht keinen Sinn, unmittelbar einzusteigen. Denn wenn der Markt noch tiefer gehen sollte, dann kann man nicht erwarten, dass er das jetzt sofort macht, sondern dann muss man davon ausgehen, dass es jetzt hier erstmal eine relativ lange Seitwärtsphase gibt, aus der wir dann eventuell nochmal ausbrechen und dann kann man versuchen, ja, vielleicht nochmal von der Short-Bewegung zu profitieren. Das heißt also, dass der Markt in dem Moment, wo ich hier Short eingestiegen bin, nochmal weiterläuft, das war extrem gering. Zumindest in der Zeit, wo ich es angenommen habe, nämlich direkt, nachdem wir eine kurze Erholung gesehen haben. Dann zum Zweiten, wenn wir uns ansehen, wie wir hier das Tief gemacht haben, ja, dann müsst ihr wissen, es gibt Tiefs, da gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Tiefs nochmal rausnehmen. Und es gibt Tiefs, die werden vom Markt so kreiert, dass man auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen kann, das kann das absolute Tagestief gewesen sein. Und hier in dem Fall sah das genauso aus, wie wir eigentlich ein Tief sehen wollen, wenn wir davon ausgehen können, okay, das war der Extrempunkt des heutigen Tages. Im Detail kann ich das in dem Video jetzt nicht besprechen, das würde hier den Rahmen sprengen, aber ihr müsst wissen, man kann sowas erkennen und ja, hätte ich hier ein bisschen mehr interpretiert, rein interpretiert in das Tief, dann hätte man sehr, sehr gut davon ausgehen können, wie gesagt, dass das Tief war. Und deswegen war der Trade, ja, der mit Abstand schlechteste, den ich diesen Monat gemacht habe. Und ja, den wollte ich euch auch mal vorstellen. Wichtig nochmal an der Stelle zu wissen, ich habe nicht nur den Trade diesen Monat verloren. Ja, es waren einige Trades, die ich verloren habe. Aber dann, wie gesagt, halt mit relativ geringem Risiko. Ja, wenn ich mir nicht sicher bin, dann passe ich dementsprechend mein Risiko an. Und das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen. So, dann sind wir schon am Ende des heutigen Videos. Wie gesagt, wer die Zusammenfassung noch nicht gesehen hat, wo ich meine gesamte Performance über die letzten 2 Jahre vorgestellt habe, das auf jeden Fall nochmal ansehen. Den Link packen wir euch unter die Videobeschreibung. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch mehr solche Videos sehen wollt, dann gerne auch einen Kommentar dementsprechend dalassen, das Video liken und für alle, die sich ernsthaft dafür interessieren und das Trading erlernen wollen, den empfehle ich natürlich wie immer, sich auf unserer Homepage mal umzusehen. Das ist www.karriere.heldenthal.com und vielleicht lernen wir uns ja dann auch schon bald mal persönlich kennen. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.